Patrick Auracher ist endlich wieder ein Blauer. Hier hat er in der Jugend gespielt. Mit den Kickers ist der gebürtige Stuttgarter in die dritte Liga aufgestiegen. 2014 ging es für Patte zu Holstein Kiel. Die letzten beiden Spielzeiten war er in Worms aktiv. Mit 7 Toren, davon einigen spielentscheidenden, hat er als Kapitän in der letzten Saison geholfen, Wormatia Worms vor dem Abstieg aus der Regionalliga zu retten. Jetzt möchte er eine Klasse tiefer mit den Kickers den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Ja, das ist auch mein Anspruch. Ich bin hierher gekommen, um vorne weg zu marschieren mit den erfahrenen Spielern. Ja, das ist unser Ziel. Und ich glaube, wenn wir jetzt zusammenwachsen und ein gutes Team werden, dann ist das Ziel Wiederaufstieg sehr, sehr gut möglich. Ja. Neu ist auch der Cheftrainer. Tobias Flitsch kommt vom SSV Ulm, mit dem er vor kurzem noch in seinem neuen Wohnzimmer den WFV-Pokalsieg feiern durfte. In Ulm hat er eine kampfstarke Mannschaft mit Mentalität aufs Feld geschickt. Das ist auch bei den Kickers sein Ansatz. Ich denke, Mentalität gehört immer rein in Fußball, egal was für eine Philosophie dann letztendlich man umsetzt. Es sind unterschiedliche Aufgaben, ganz klar. Und von daher, die Voraussetzung ist eben dann, dass solche Spieler auch in einem Team sind. Noch sind nicht alle Positionen im Kader besetzt. Eine Mischung aus talentierten Nachwuchsspielern und erfahrenen Haudegen ist aber schon zu erkennen. Der erste Test bei der Mission Wiederaufstieg steht bereits am Samstag an. Zur Saisoneröffnung kommt der Zweitligist FC Ingolstadt um 14 Uhr in den ADM Sportpark.